Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Dani Röp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. In der letzten Folge haben wir das Paradies der bösen Buben betreten und nach Pinocchio gesucht. Mit Sora. Und mit Rico sind wir in Monstro, weil, warum nicht? Ist ja auch Pinocchio, ne? Und ja, wir haben mit Rico, glaube ich, nur ein paar Minuten gezockt, weil dann direkt seine Sturzanzeige wieder abgelaufen ist. Und ja, oh ja, gut, da habe ich bis vor kurz bis vor dem Level Up irgendwie trainiert. Gott sei Dank, ne? Ich glaube, ja, entscheidend offensichtlich, da ich gerade ein Level Up bekommen habe. Ah. Und mich einer raus, gekämpft. Ja, jetzt Story weiter machen. Wir sind mit Jiminy Pinocchio am Suchen und müssen in dieses eine neue Gebiet hier gehen, weil da haben wir den echten Pinocchio, glaube ich, an reinlaufen sehen. Und ja, mal schauen, vielleicht ist das ja der richtige. Und diese komischen Clowns haben sich die ganze Zeit hier immer als Pinocchio ausgegeben. Wie können sie es wagen? So, hab ich an. Muss ich hier irgendwas lernen oder so? Ich habe anscheinend ein bisschen Erfahrungspunkte gesammelt. So. Hier muss ich dich noch einsetzen. Einmal, okay. Dann krieg ich Charmeur. Cool. Da möchte ich doch gerne haben. So, dich habe ich wieder. Attacken lasst. Warum habe ich dich eigentlich nur in der Truppe? Weil es bis da oben. Und das ist ein Zauber. Zum Freischalten, da brauche ich nicht. 20 für Combo Plus. Egal, ist eine Dingens permanente. So, nein, ich wollte die Gruppe wechseln. Nein, ich wollte die Gruppe wechseln. Nehmen wir, ich warte mal, ich glaube, ich konnte irgendwelche herstellen wieder, ne? Welche neue. Ha, warte mal, ja. Wir haben einmal den Digi-Yagi und den Sumo-Käfer. Nur mal den erstellen. Und guck mal, was Schönes da an Fähigkeiten bekommen für den Leben. Oh, so majestätisch. Ach ja, Name. Boah, ich vergesse halt die ganze Zeit. Nun sollte ich mich vielleicht darauf vorbereiten. Digi-Yagi. Digitales Reh. Also nicht. Nehmen wir dich. Mein Gott, B. Nehmen wir dich Bambit. Weil wegen Bambi und Bit wegen digital und so, versteht er? Versteht ihn? Kann ich den Käfer? Nein. Dann guck mal, was der drauf hat. Gar nicht schlimmer sein als das hier. Oder ist hier schlimmer? Oh, Schammer. Blitzattacke. Okay, meinetwegen. Ich muss wahrscheinlich auch ein paar Fertigkeitslinke und so einsetzen, ne? Hierfür direkt. Das kostet nur 50. Das finde ich schön. Da muss ich eine Link-Verbindung mit der eingehen. Alles klar. Das schaffen wir. So, ich hoffe, ich habe alle Schatztruhen gesammelt. Bisher. Vielleicht wieder andere Viecher. Ja, ich glaube, da muss ich nicht hin, aber... Seifenbläser. Kreuzung, was? Zeig mal. Mein Gott. Was für Ziel suchen, keine Ahnung. Ach, das ist so ein Frosch. So.
checkt mich. So, und du, was auch immer du machst. Wasserwerfer. Oh geil. Frisst hat. Sehr schön. So eine Barrikade von Lasern. So, haben wir von euch alles gesehen. Schon wieder Tagebucheintrag bekommen und so, ja. Und voll daneben. Meine Güte, hört auf damit. So, ich von jedem ist getroffen. Hat sie echt manchmal keine Zeit, irgendwas zu machen. So, komm mal her. Joink, joink, joink. Blasenplatzer, oh cool. Jemand ist dadurch gestorben. Aber wir haben eine Trophäe bekommen, dass das erzählt. Schild mal, ey. Wer den alle rufen auf einmal? So, das ist eine Link-Verbindung. Die muss ich noch eingehen. Hey, das hat man schon mal. Ein Glück noch von unserer anderen Welt. Ich muss sagen, nur eine Link-Verbindung ist ein bisschen wenig. Stimmt mal hier für so Dingen hier mal gemacht. Per Geist ausleihen. Ah. Schild mal, Leute. Ich jetzt mal abkühlen. Nicht töten, bitte. Oh. Jungs. Hey. Hey, entweder verpasst er mich immer oder ich sage natürlich die anderen verfehlen mich sagen, aber immer wenn ich den gerade ausweichen kann oder abwehren kann. Ja. Was ist das? Oh Gott, oh mein Gott. Oh nein, die Minuszeit. Ich würde sagen, jetzt doch bestimmt irgendwas. Die Welt ist wesentlich so verwirrend wie die von Tron. Bin ich. Das muss unbedingt sein. So, eine dicke Truhe. Was haben wir da? Ein Rezept. Ultimative Waffe. Staccato. Mhm. Da oben vielleicht in der Krone. Nö. Okay. Dann gehen wir ab hin. War endlich mit Rico hier. Was da machen? Vielleicht blocken habe ich schon, ne? Oder hat irgendwie nicht so funktioniert, glaube ich. Da kommt andere Kampf, wie gestimmt. Oder besser als die in Birth by Sleep. Da klang die voll langweilig. So vollkommen zum Einschlafen. Da muss man auch noch in so einem blöden Monstro kämpfen, ey. Der voll aus dem Wasser springt wie ein Torpedo, ey. Was ich doch ein bisschen unrealistisch finde. Man sagt schon was, wenn das hier um Kingdom Hearts geht, hallo? So, Luftstaccato. Fesseln, also Fesseln war neu. Wie sieht es mit den Geistern denn aus? Sehen. Eine Linkverbindung, zwei Linkverbindungen. Und da kriegen wir Schlafgar. Ein Schlafgar. Ja, einfach damit wir hier haben. So, das. Ich habe eigentlich schon Eisraum und so. Einfach nur damit das hier geöffnet wird, würde ich das machen. Welche Level ist das Viech? 16. Oh.
Also ich will schon mehr Fähigkeiten. Okay, gehen wir weiter mit Rico. Bei. Oh. Müssen wir eigentlich gar kein Link. Hey, der Viech, der trifft mich nie, habe ich so das Gefühl. Oh. Ach nein, sehr gut. Jetzt flieg weg. Ach, ich habe nichts getroffen. Meine Charaktere sind ja eigentlich fast gleich so von der Steuerung her, aber merkt schon so einen Unterschied. Wir müssen zweimal. Dieser witzig. Wer ist denn euer Lieblingscharakter von den beiden? Oder wen steuert ihr lieber? Oh Gott. Und wo bist du? Oh, oh, geschafft, gut. Ich bin beide gut. Ich bin gut, dass mal ausnahmsweise Rico steuerbar ist. Ich meine, außerhalb von Chain of Memories. Aber Chain of Memories, ja. Hätten sie mir jeden Charakter irgendwie steuerbar machen können. Das Kampfsystem, weiß ich nicht, hätte es nicht so Atembaum gemacht wie hier zum Beispiel. So. Ruhe. Ich habe alles bisher noch eingesammelt. Also, du mich wieder triffst, ey. Ich triff mich doch nie, so viel, wenn ich es will. Ich meine, ich möchte nie getroffen werden, aber oh, sehr gut. Und wenn ich auf Abwehren bin, macht er den Angriff und düst an mir vorbei. Rico muss, glaube ich, so levelmäßig ein bisschen aufholen. Ein bisschen hinterher hinkt. Gegenüber Sora. Oh Gott. Da habe ich jetzt nicht Wecker oder so eingesetzt mit Sora. Ich habe jetzt einfach nur so ein bisschen gekämpft, bis er vor dem Level up war. Damit ich ein paar Kämpfer aus dem Weg gehe oder schneller hier erledigen kann. Was er voll gebracht hat, weil ich gerade wieder auf Feuer am Kämpfen war. Aber okay. Achso. Ich muss sagen, wieso kommt denn da nichts auf? Guck, welches Level Sora ist. Na. So ist Level 19, okay. Oh Gott. Ich bin zwar mit Rico als erster hier reingegangen, aber halt auch, ja, klappt okay, ich nicht. Ich bin zwar mit Rico als erste in dieser Welt reingegangen, aber sofort wieder rausgeflogen. Naja, ja, du auch. Oh. Du trotzdem seinen Angriff weiter aufladen, während er drin ist in der Blase, geil. Du gefällst so, als hätte ich dich damit angegriffen, ey. Ich freue mich echt auf Kingdom Hearts 3. Mehr als auf jedes andere Spiel. Da habe ich eine große Truhe gesehen. Von den ganzen Trailern, die ich schon gesehen habe, bin ich auch voll gehypt. Anscheinend soll ja fast alle Mechaniken aus früheren Spielen irgendwie davor kommen. Freier Fluss auch. Von dem, was ich gesehen habe. So, Sir Kairo Rezept. Das ist doch dieser Frosch, glaube ich, ne? Fällt mir ein.
Kann ich den herstellen? Nö, hier ist er, ne? Ja. Verdammt. Da habe ich Rezepte von einigen Viechern, deren Rezepte, Materialien ich noch nicht habe. Ich drücke jetzt immer noch drei, wegen Surfers Lied, da muss man mal Luftschlag hat, nochmal drei drücken. Was lieb hat irgendwie mehr so interaktive Befehle, habe ich so früher, aber hier ist das ein bisschen simpler gehalten als bei einem Knopf. Habe ich so das Gefühl. Oh. Naja. Du tanzt. Sehen wir mehr. Ich werde noch einen am Leben. So. So. Gehen wir nach oben. Immer noch mehr Gegner. Warum treffe ich damit nichts, ey? Oh, Blitzka, habe ich so gefühlt. Oh, achso, du hast mir. Ich wollte schon sagen, wenn schon wieder hier einer kommt mit mich einschläfern, ne? Ich sitze irgendwie voll oft mit Rico. Gerade er war auch irgendwie deswegen ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Die ganze Zeit hinterher irgendwie. Mist. Oh Gott. Ja, betäubt. Jetzt ganz bestimmt keinen Bock zu verrecken. Das ganze Gebiet noch mal absuchen, ey, und die Erfahrungspunkte sammeln und so. Ja, gar keine Lust drauf. Jetzt ist erst bei Tales of Berseria Game Over gegangen. Hat mich schon genug genervt. Muss ja nicht hier auch noch passieren. Spoiler übrigens. Bei dieser Part wird, oh Gott, wahrscheinlich eher hochgehen als der Part von Tales of Berseria, wo das passiert ist. Weiß gucken soll nicht die Leute, die ein Projekt gucken, auch das andere, oder? Meistens sind immer so die gleichen Leute immer nur am ein Projekt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand alle meine Projekte guckt. Oha. Meistens immer nur eins. Wenn überhaupt. Ah! Jetzt jedenfalls noch niemanden gesehen, irgendwie der in verschiedenen Projekten was gepostet hat. Erneut, wenn überhaupt. Oh Gott. Nee. Ja, noch eine große Truhe? Nee, doch. Das ist eine Herausforderung. Wicht, oh. Warte mal hier, nehmen wir jetzt zweimal Schaden. Wenn sonst nichts ist, Spezialportal. Oh, das sind die, welche sind so welche, die im Dings verzeichnet werden im Tagebuch. Weiß nicht, ob das wichtig ist, aber ich kriege mal dann Belohnung, wenn man die alle schafft. Ein bisschen mehr aus, habe ich so gefühlt. Oh Gott, die halten mehr aus. Der hier halten aus. Damit auf. Auf was aushalten, ey. Du bist weg. Und verdammt. Ja, diese Spezialportale, weiß nicht, die werden als einzige irgendwie in Jiminys Tagebuch verzeichnet. Ich weiß nicht, also nee, nicht Jiminys Tagebuch. Mein Jiminy ist hier ja aber in der Welt, aber nicht. Das ist nicht sein Tagebuch. Oh Gott.
ganzen anderen, die ich hier mache, sind eigentlich nur Zeitverschwendung. Aber ich mache sie trotzdem einmal. So, jetzt sind wir auch auf der Suche nach Pinocchio, ne? Pinocchio! Jetzt sind wir in der schwarzen Kutte. Let him go now. Oh, das war einfach. Goodness, are you all right? Riku and I looked for you everywhere. Uh-huh. I'm just fine. Sorry, Jiminy. I messed up real bad. You and Father must have been so worried about me. Why, Pinocchio? I think you just might be finally starting to learn. Who are you? Me? What? As I live and breathe. That was my dark side. I gave in to the darkness once, and ever since, it's chased me around in one form or another. The seeker of darkness who stole my body. A puppet replica of the shadows in my heart. And now, I'm facing me. Your dark side? Gee, Riku, don't you have a Jiminy like I do? He's my conscience. He's taught me all kinds of important stuff. Maybe you just need somebody to show you what's right and wrong. Sure. You can't shoulder all your problems alone, you know. You must have somebody. A friend you can talk to? Yeah. Actually, I do. That stupid grin he's always wearing. He's the best teacher I could ever have. Gee whiz! I wish I had lots of good friends. You will, Pinocchio. More than you can count. What now? Is something in there? Pinocchio, Jiminy, you should head back. I'll see what's shaking things up. Okay. Chain of Memories, ja. Wen es interessiert, der kann das lesen. Und wen es sehr interessiert, der kann sogar meinen Let's Play dazu sehen. Ja. Okay. Oh, ich muss mal ein bisschen Eigenwerbung machen, ne? So. Gut. Mein Kanal kann ich so viel Werbung für mich machen, wie ich will. So, wie weit sind wir denn hier so fortgeschritten? Also ein paar neue Dinger hier. Muss, glaube ich, für jeden einzelnen Traumfänger eine Dingens machen, weil zu bekommen. Bei Riku ist das schon fertig. Ja, Riku hat ein Spezialportal 2 gefunden. Ich glaube, immer pro Sturz kann man also Items. Pro Sturz kann man, glaube ich, ein Spezialportal freischalten. Also wenn ich jetzt wieder zu Sora wechsle und dann wieder zurück zu Riku wechsle, dann ist, glaube ich, das Spezialportal weg, was ich gerade gemacht habe. Weil dafür ist ein anderes da. Da habe ich überhaupt mitgenommen. Oh, komm her. Oh, mit dem Blitz gar nicht so viel. Hier haben wir mal ganz schön Schaden noch, ne? Okay, drück die ganze Zeit hier, komm ausweichen. So, mehr Abwehr bitte. Langes drauf, damit die Schnell gut gehen. Bei Kingdom Hearts glaube ich eher Abwehr besser als alles andere. So. Ich werde zurückgelaufen. Warum bin ich denn jetzt schon wieder zurück? Also wir machen kurz lange ab, danke, und weiter geht's. Ich war schon vorm
Dingens oder wie? Haben sich da ein. Also, wo konnte ich denn das dann umändern? Das Ruhe, die ist natürlich an der Decke. Aber warum nicht? Ja, oh, eine dicke Truhe. Oh. Ich zweifle irgendwie, dass Monstros Magen so funktioniert. Ja, ein bisschen krass, wenn irgendwie so verschiedene Ebenen im Körper sich so drehen können. Wo ich weiß nicht, wie das Innenleben von einem Wal aussieht, aber ich bin ziemlich sicher, dass das nicht sehr korrekt ist. Da kann sogar noch ein Gebiet zurückgehen, um die andere Truhe zu holen. Kollisionsmagnet, auch eine Attacke aus Birth by Sleep. So, wo war jetzt die eine Truhe? Ach ja. Na, was haben wir denn hier bisher? Ja, ich habe schon wieder voll was verpasst. Wie? Oh Gott. Aber eine. Oh Gott. Aber eine Truhe, glaube ich, ja. Drehe er sich um. Muss diese eine Lücke sein. Ja, ich tue voll probieren, dass es sich schließt wieder. Das ist, glaube ich, nur während der Drehung, ne? So, weiter. War alles hier, ne? Ich wollte jetzt hier sofort alles machen. What? Oh, was fehlt denn hier schon wieder, ey? Einer am Anfang, kann doch wieder nicht wahr sein. Machen wir jetzt alles hier live. So, was? Hey. Schlitz. Sag mir bloß nicht, er bekommt keinen Schaden an der Seite. So, haben wir jetzt diese eine Lücke, ja. Und wir haben noch was ganz am Anfang gefühlt, aber ich muss sowieso zurück zum Speicherpunkt. Also ist jetzt nicht so schlimm. Das ist nicht so kompliziert, diese Welt wie die anderen, ne? Ich gesagt, sind ja schon wieder. So. Der Speicherung, der wird gleich speichern, wenn ich den Farbänder. Erstmal muss ich wieder blöd drauf finden, die ich wieder verpasst habe. Wo? Bin ich mal hier hingerannt. Wie kam, weil die Truhen so winzig sind, ey. Liegt daran, das muss da sein. Mal ja. Klopp. Oh, kannst du nicht ein ganz klein bisschen mehr abziehen? Jetzt schon mit Ruhe irgendwo. Oh. Oh, ihr blöden Viecher. Ich bin doch mal in Ruhe. Gib mir einer. Was? Ey. Ist schon einfach weg, ne? Wo habe ich denn jetzt schon wieder eine verpasst, ey? Stimmt da. Oh. Gleich ein bisschen zurücklaufen mit Rico, habe ich so ein Gefühl, oder ich gehe jetzt hier gleich direkt zum Speicherpunkt, ne? Okay, gut.
Wir müssen ja alle jeweils mit einem Speicherpunkt zurückspeichern, wenn wir im Part. Ich bin mich halt sicherer, wenn ich am Speicherpunkt aufhöre. Hier nicht auch. Wow. Ich bin die ganze Zeit im Bau. Und dann kann ich ein paar hier wenden. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit Rico. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.